Willkommen bei Smart Liste. In diesem Video besprechen wir den besten Smoker-Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung, und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen besten Smoker-Test, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Drolene 130 kg Profi. Der Drolene CCNG 447 Raucher hält 130 kg und ist aus strapazierfähigem Stahlblech gefertigt. Die Materialstärke beträgt 3 mm. Die Zusatzteile sind zwischen 1 und 1,5 mm dick. Sie nutzen den Zigarettenraucher, um zu kochen, zu grillen, zu rauchen, zu braten oder Essen gemütlich zu pflegen. Jeder Grillplatz ist mit Klappen ausgestattet, die sich laut Hersteller festschließen. Die Tür der Räucherhaus hat ein Hakenschloss. Darüber hinaus ist der Zigarettenraucher mit zwei Rädern ausgestattet. Seine Vorkästen haben eine Aschekammer und auch Holzkohlegitter. Umzug auf Nummer 4 haben wir die R. Sle Smoker No. 1F50S. Der Rösle NR. 1F50S 25009 Smoker ist ein Holzkohlegrill, der in den Farben Silber und auch Schwarz gefertigt ist. Sie erhalten es teilweise vormontiert. Nach Angaben des Herstellers können Sie es schnell und auch bequem montieren. Der Zigarettenraucher ist mit einer Grillkugel aus Porzellan emailliertem Stahl, einem reversiblen Holzkohlegitter und zwei Grillgittern aus verchromtem Stahl ausgestattet. Einer der beiden Grillroste wird in einer Höhe von 73 cm angebracht. Die verschiedenen anderen Rost geht auf eine Höhe von 100 cm. Sie erhalten den Rösle Zigarettenraucher mit einem Fischbesitzer, 6 Zigaretten hakt und einer Wasserschön. Auf Platz 3 haben wir die Tino Yuma XXL. Der Tino Yuma 93427 Smoker ist mit zwei Kammern und einem Seitenschornstein ausgestattet. Die Kammern umfassen eine Hauptkammer und auch eine Seitenkammer. Die Grillposition in der Regelkammer ist 76 bis 40 cm. Die Seitenkammer hat eine Grillfläche von 42 bis 40 cm. Beide Kammern sind jeweils mit einem Holzgriff ausgestattet. Nach Angaben des Herstellers bietet ihnen der Tino Zigarettenraucher robuste Handwerkskunst. Es besteht aus kaltgewalztem Stahl, der nach Angaben des Lieferanten für eine kontinuierliche Temperatur sorgt. Die Wanddichte der Haupt- und Seitenkammern beträgt 3,5 mm. Umzug auf Nummer 2 haben wir die Tepro Holzkohlengrill. Der Tepro Biloxi 1087 Smoker ist ein Holzkohlegrill, der in Schwarz hergestellt wird. Er hat eine Arbeitshöhe von 86 cm und liefert die Einhaltung der Masse, wenn es zusammen ist, 126 cm breit, 63,5 cm tief und 126 cm hoch. Seine Lackierung kann Temperaturniveau aus von bis zu 350 Niveaus Celsius aushalten. Der Tepro Holzkohlegrill ist mit zwei Brennkammern ausgestattet. Die seitliche Brennkammer des Tepro Holzkohlegrills ist mit zwei Grillrosten sowie einem Holzkohlerost ausgestattet. Die beiden Grillroste sind emailliert und jeweils 16,5 cm breit und 31 cm tief. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Tectake 3N1 BBQ. Der Tectake 400820 ist ein Räucherfass oder ein Holzkohlegrill, den Sie laut Lieferant zeitnah aufstellen können. Das Design ist mit einem schwarzen Layout sowie drei Bodenbelege ausgestattet. Der Durchmesser des Zigarettenrauchfasses beträgt 41 cm und die Höhe 80 cm. Das Gerät besteht aus gedecktem Stahl. Sie nutzen es, um zu kochen, zu grillen oder zu rauchen von Lebensmitteln. Verwenden Sie neben dem Lüftungsschieber beide Türen an den Seiten, um die Temperatur zu regulieren. Die Türen sind 14 bis 12 cm groß. Darüber hinaus ist der Holzkohlegrill mit einem Aschebehälter sowie einem Ascherost ausgestattet. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag dieses Video teilen und vergessen.